geschlafen hat, der Papagei. Der hat nämlich immer gesagt, Goldstücke, Goldstücke. Und jetzt möchte ich von euch wissen, wie heißt denn der Papagei in dem berühmten Roman Die Schatzinsel? 1. Ja. Captain Nemo. 2. Heißt er Captain Cook? Oder 3. Heißt er Captain Flint? 1, 2 oder 3? Eins, zwei oder drei? Letzte Chance? Oh, oh. Fürs nächste Mal gilt, vorbei ist vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Hat richtig Mut gehabt, wie die alten Seefahrer, und hat sich gedacht, ich gehe allein auf Entdeckungsreise da. Geraten? Geben wir zu, gut geraten. Also Captain Flint, so hieß der Papagei. Captain Nemo, den kennt ihr vielleicht auch. Das ist der Kapitän des Unterseebootes 20.000 Meilen. Und Captain Cook, das war ein ganz bekannter portugiesischer Seefahrer, der zum Beispiel den Pazifischen Ozean erforschte. Wir haben heute auch einen Papagei. Der spricht auch. Ich hoffe, dass er spricht. Denn natürlich ist es hier ganz schön heiß im Studio. Und er muss sich erst mal dran gewöhnen. Hier ist Aaron mit seinem Papagei Philipp. Jetzt sag mal, wie machen Wald? Kuckuck! Kuckuck, hei, ja. Gerade wie ein Kuckuck aus dem Glottertal hat er das gemacht. Aber in Bayern warst du doch auch schon, hm? Was hast du dort gelernt? Jetzt tu mal jodeln. Oh, da haben aber die in Bayern schon schöner gejodelt. Also das muss schon zugeben. Das gibt's zu. Jetzt fällt mir ein, du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Du hast dich noch nicht vorgestellt. Machst du das mal? Jetzt sag mal, wie du heißt. Sag mal, wie du heißt. Du alter Trottel. Du alter Trottel, sagt er. Also ich weiß ja nicht, das war ja der Captain Flint vorhin. Und wenn du dich so vorstellen kannst, das geht doch nicht. Hm? Jetzt sei mal schön brav und tu dich vorstellen. Sag mal, wie du heißt. Sag mal, wie du heißt. Du Schreiber. Du Räuber. Ja, du Räuber, das ist heute das Thema der Sendung. Seeräuber. Aber so kann man sicher nicht. Du bist auch ein Seeräuber. Der Captain Flint war ein Seeräuber, aber du doch nicht. Jetzt frage ich dich, wer bist denn du? Du Schweinkerl. Jetzt halte ich dir den Schnabel zu, dass du nicht noch mehr Unheil anrichten kannst, und wir gehen ab. So. Sind ja ganz schön clevere Tiere. Diese Papageien, ihr zwei wart auch ziemlich clever, und zu euch komme ich jetzt. Ihr seid unsere Kamerakinder heute. Eine Frage eingeschickt. Es gibt unheimlich viele Kinder, die sagen, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit der Frage und wie werde ich Kamerakind? Muss ich da sein? Gundolf, wie hast denn du das gemacht? Ich habe einen Brief hingeschickt und wenn ihr Glück habt, dann wird der Brief beantwortet und dann seid ihr Kamerakind wie ich jetzt. Also ganz einfach, natürlich müsst ihr euch vorher eine Frage ausdenken, ja. So wie Gundolf und wie Peter. Wurscht, ihr seid. Und jetzt werdet ihr endlich eure Frage los. Und die ist ganz schön schwer. Also wer betrat als Boden Amerikas? Als erster den Boden Amerikas? Also entweder Vasco da Gama, Leif Erikson oder Thor Heyerdahl. Das war schon ganz gut. Ne, das war schon ganz richtig. Thor Heyerdahl. Okay, also ist eine schwere Frage, eine ganz schön knifflige, die ihr euch ausgedacht habt. Aber vielleicht machen unsere Kandidaten das auch mit einem Klacks. Wer betrat als erster den Boden Amerikas? 1. Vasco da Gama. 2. Erikson. Oder 3. Thor Heyerdahl. 1, 2 oder 3? Eins, zwei oder drei, letzte Chance. Ob ihr wirklich richtig steht, wenn das Licht angeht. Der Vasco da Gama,
Der hat zuerst den Seeweg nach Indien entdeckt und Thor Heyerdahl, das ist ein norwegischer Wissenschaftler, und der wiederum hat zum Beispiel mit seinem Floß Kon-Tiki gezeigt, dass es früher, also vor vielen, 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 vielen Jahren schon möglich war, dass man von Südamerika bis in die Südsee mit dem Schiff fährt. Und Leif Erikson, das war ein richtiger Wikinger. Und der ist irgendwann rauf auf sein Wikingerschiff, so 1000 Jahre nach Christus. Und der hat tatsächlich Amerika entdeckt. Nur die Wikinger konnten da nicht bleiben. Da gab es ja damals noch unheimlich viel Indianer und sind dann wieder zurück. Naja, und so geriet Amerika erstmal wieder in Vergessenheit. Ihr kennt bestimmt alle einen Wikinger. Das ist ein ganz kleiner und der heißt Vicky. Und einen Ausschnitt aus einem Abenteuer zeigen wir euch jetzt. Drei große Schiffe mit Drachenköpfen. Lieber mal wegtun und dadurch. Immer beim Trinken. Das Schiffe. Ja, natürlich. Alle Mann auf die Plätze, an die Ruder! Ja, ja, Chef! Diesmal schnappen wir sie. Fertig machen zum Kampf, Männer! Die Ruder nicht mehr weiter kämpfen. Ich glaube, die sind so verrückt und wollen mit uns kämpfen. Na prima, genau das wollen wir. Getroffen, bravo! Das muss sofort aufhören. Die verbrennen mir ja meine ganzen Schiffe. Schluss mit dem Feuerwerk, rüber auf das Schiff und macht sie fertig. Mich zerreißt noch, aber warte, die kriegen wir schon. Ach, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Zugucken können wir jetzt nicht, Vater. Hier, mach weiter. Dieser Bengel. Euch mach ich Beine. Mitten auf dem Meer und wir werden vielleicht noch abbrennen. Was? So heiß. Klettert auf, reißt die Segel ab und schmeißt sie ins Meer. Ich brenne, ich brenne. So kommt ihr mir nicht davon. Ich werde mich rächen. Wartet nur. Zum Pfeil im Po ist aber gar nicht nett. Wenn ihr sehen wollt, wie das weitergeht, dienstags im ZDF gibt's nämlich immer Wiki. Also klar ist, die Wikinger waren zuerst in Amerika und erst so fast 500 Jahre später kam dann Kolumbus nach Amerika. Und der hat ja ganz schön Pech gehabt. Da hat er schon Amerika dann anschließend wieder entdeckt. Und dann wurde Amerika nicht mal nach ihm benannt, sondern nach dem italienischen Seefahrer Amerigo Vespucci. Aber dafür erwähnt man Kolumbus heute immer noch in einem geflügelten Wort. Das habt ihr bestimmt schon mal alle gehört, wenn man nämlich sagt, das ist das Ei des Kolumbus. Aber was meint man denn mit diesem Spruch? Nächste Frage an euch. Was meint man, wenn man sagt, das ist das Ei des Kolumbus? Eins, hat dann jemand eine glänzende Idee? Zwei, ist das eine spanische Art des Spiegeleis? Oder drei, ist das ein Ei, das im Salzwasser schwimmt? Eins, zwei oder drei? Eins, zwei oder drei, letzte Chance. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.
Und jetzt komm gleich mal rüber zu mir. Also klar, wenn jemand sagt, das ist das Ei des Kolumbus.